Moin, moin, heiße ich dich alle und willkommen zu Luigi's Mansion 3 mit dem Emon. Hi! Und damit geht's weiter mit dem Backtracking. Wir haben als letztes so ein bisschen hier uns umgeguckt. Und ihr mögt mich immer noch nicht, ne? Wir sind jetzt bei Etage 5, gucken uns die Sachen an, die wir letztes Mal nicht machen konnten. Das waren ehrlich gesagt viel zu viele. Deswegen, sind wir noch ein bisschen dabei, weiter hier uns umzugucken. Und natürlich heute auch in der Folge versuchen wir auch die nächste Etage schon mal anzufangen. Die sind sehr hartnäckig, aber ich finde es schon mal cool, dass man hier ohne Probleme eigentlich gut durchkommt. So. Genau, das war hier. Aber echt einen ganzen Barren vergessen. Das wäre ein bisschen sehr heftig. Die ganzen Barren vergessen hätten, aber. Ist ja okay. Wir haben ja. Oh Gott. Der Karton mag mich, aber guckt euch das mal an. Der Karton schiebt mich da förmlich mit. So von wegen, ich bin ein Karton. Ich kann das. Ach du Scheiße. Okay. Der Karton des Todes. So. Kann Luigi eigentlich hier durch? Jawohl, kann er. Siehst du wohl. Und da unten gibt es auch eine Kiste. Und in dieser Kiste befindet sich Geld. Ja, hätte sein können, dass was irgendwas enorm Wichtiges drin ist, aber hey. Die Räume haben wir ja tendenziell hier alle abgesaugt. Genau. Aber hier unten waren wir überall noch nicht. Manchmal kann hier sowas ja auch Wichtiges drin sein, wie zum Beispiel Massig on Money. Das ist definitiv viel Geld. So. Hier haben wir unter anderem den Luftschacht damals nicht uns angeguckt. Da hier noch gesagt, so von wegen halb so wild. Aber ich sehe auch gerade den Luftschacht, den hätten wir uns gar nicht angucken können. Weil der mit einer Pflanze bepflanzt ist. Wo wir beim Thema Pflanzen sind. Was ist damit? Ist okay. Ist ein Mülleimer. Ist keine Pflanze, ist ein Mülleimer. So. Dann gehen wir mal noch in die anderen Räume. Ich wollte schon sagen, so ein Geist. Nee, ist er nicht. So, ist hier ein Abfluss? Oh, tendenziell nicht. Auch nichts irgendwie von Bedeutung noch drin. Ne, nee, dann gehen wir mal weiter. Schauen, was im nächsten Raum sich Glitch irgendwo hin. Sich im nächsten Raum befindet. Die 506. Hier haben wir auch nichts. Ist nichts von Bedeutung. Nicht irgendwo, wo wir runter rutschen können. Das war die kleine Golfanlage. Hier war das Secret hinten. Genau, hier war das Secret hier hinten. Und tendenziell war hier hinten auch nichts. Nee. Hier hinten war auch nichts. Hier konnten wir auch nicht durch. Nö. Hier können wir auch nicht durch.
Ja, ich weiß, da oben kann man an der Karte erkennen, ob man durch kann oder nicht. Aber ich glaube, die Karte verändert sich bedingt auch manchmal. Boah, die ziehen wie ein Zugpferd, weißt du? Die wollen es wissen. Die wollten es aber wissen. Gut, Professor Igitts Raum. Hatte mich echt kurz gerade erschrocken, denkt so, what? Aber klar, die haben wir doch schon geöffnet. Oh, guck mal. Hier können wir auch durch. Oder auch nicht. Interessant. What? What? Schick. Der kann auch durch so welche Rohre. Müssen wir unsere Augen offen halten. Perle. Ob wir so welche Röhren sehen. Okay. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen gerade vermutet, dass er vielleicht auch noch ins Klo kann. Das wär's. Das wär's. Definitiv. Gut. Damit haben wir das Stockwerk, würde ich mal sagen, abgearbeitet, ne? Oder sagt ihr was anderes? Ich hoffe nicht. Gut, also dann gehen wir in dieses besagte dritte Stock. Da, wo wir eigentlich als nächstes hin müssen. Stock 3. Schönen guten Tag. Wir sind in Stock 3. So. Können wir auch noch nicht lang, weil wir hier noch keinen Schlüssel haben. Richtig. Schlüssel brauchen wir hierfür. Aha. Oh, doch. Telefon fehlt. Ein Telefon fehlt. Mein Telefon hat gefehlt! Wollte schon sagen, glitscht nicht in die andere Richtung, das wäre schlecht. Aber schön gegen die Wand donnern! Ja. Gut. Sauber.
Ganz viel Money für den Mann. Oder für Luigi, besser gesagt. Ja, fleißig umgucken ist immer gut. Wahrscheinlich sind ganz viele einfach in die Richtung Klo gegangen und gedacht haben, ja, so, da können wir nicht rein. Damen. Wenn Damen unter euch sind, dann wisst ihr, dann hättet ihr da rein dürfen. Also dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ich darf da leider nicht rein. Sorry. Was sagt das andere Telefon? Sagt nichts. Gut, dann gehen wir ins Herrenklo. Ist verschlossen. Da auch. Ja. Noch ein paar Münzen. So, und dann machen wir jetzt ein nach der anderen Tür auf. Ich würde mal sagen, als erstes die, wo es hell leuchtet. Da ist der Schlüssel! Wir können in die andere Richtung. Aber ich bin leider so, dass ich mich interessiere, was auch im anderen Klo drin ist. Und im anderen Klo ist! Ein Pappgeist? Karma machen? Muss man aber nicht. Gut. Dann holen wir mal den Gulli wieder. Wobei mich das schon fast interessiert, was hier drin ist, ne? Aha! Wir haben ja vorhin gelernt, dass wir auch durch diese Dinger durch können. Oh. Ja, ich hab den. Ah, alles klar. So, wir müssen das Teil hier ein bisschen nach vorne holen. Ja, genau. Schieß erstmal um. Schieß nochmal um. So. Ja, jetzt komm. Ich kann nicht weiter. So. Okay, irgendwo anders ist das Secret. Irgendwo anders. Da ist zumindest der Stein, deswegen. Irgendwo anders ist das Secret. Können wir vielleicht die Tür zumachen? Na, wir gucken gleich nochmal. Gehen das mal hier unten lang. Vielleicht hilft uns das ein Ticken weiter. Ja! Doch nicht! Okay, hier sind ganz viele Röhren. Ah, guck mal an. Können wir das Wasser abstellen? Genau. Durch das Abstellen des Wassers, ich weiß nicht, wie lange das funktioniert. Versuchen wir mal schnell, weil weißt du, wie lange das dauert.
dass er wieder mitkommt. Aber guck, das geht relativ fix. Das ist der Stein und Dankeschön. Der Tropfen ist mein. Ein guter Tropfen war das. Ein guter Tropfen. So. Und du wolltest mir vorher nicht helfen, du doofes Teil. Stirb. Gut. Gehen wir mal weiter. Jetzt in eine andere Richtung zwar. Weil hier ist mehr nicht, ne? Interessant. Hier geht's lediglich wegen dem Rad. Tatsache, es geht nur um das Rad. Geht nur um das Rad und diese Toilette, damit du da reinkommst. Interessant. Gut. Dann können wir ja hier rein. Wir machen das auch noch in diesem Teil. Weil sonst hätte es ja ein bisschen zu wenig, ne? Es hätte aber ein bisschen zu wenig. So. Dann gehen wir mal durch. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Boutique. Aha. Der ist schreckhaft. Okay. Das klingt alles, sieht alles noch sehr einfach aus. Aber das wird es nicht sein. Ladendetektiv also. Läden haben hier zu. Aber interessant, dass man denn im Hotel Läden drin hat. Was? Luigi, hast du das gerade gesehen? Der Wachmann hat einen Aufzugsknopf. Er hat sich damit ins Wachdienstbüro begeben. Folge ihm. Los! Okay, ich wollte eigentlich mich hier umgucken mit den Läden. So, was passiert eigentlich mit der anderen Treppe? Ich will jetzt einfach mal gucken. Was passiert, wenn ich jetzt die andere Treppe hochgehe? Nichts. Interessant. Es passiert rein gar nichts. Okay. Mach mal hier ein bisschen Randale, vielleicht wird er auf mich aufmerksam. Vielleicht wird er auf mich aufmerksam. Oh, oh. Eine Leiter. Eine Leiter. Gehen wir mal die Leiter hoch. Bei Secrets grundsätzlich, wie gesagt, ne, immer super. Okay. Ja. Kann ich jetzt mal gehen? Alles klar. Okay, und so verscheuche ich sie. Interessant. Also, Fledermäuse verscheuchen. Definitiv nicht meine Idee. Wow.
Ich gehe hier drauf mit den Fledermäusen, ey. Eine Fledermäuse. Das ist kein schwieriger Gegner eigentlich. Ja. Keine Ahnung. Riesenprobleme mit diesen dämlichen Fledermäusen. Aber hey, wir sind jetzt wieder auf die 99 Leben hochgekommen. Also ist alles gut. Und wir haben einen Diamanten gefunden. Auch schon mal gut. Findet wahrscheinlich nicht jeder auf Anhieb. Ja, ich habe das schon gesehen, mein lieber Freund, mein lieber Freund. Folg ihm, ja. Gucken wir mal, was er tut. Die 2 ist es. Da sind Münzen. So. Wir nehmen uns mal den Schlüssel. Echt jetzt? Blöder Automat, ey. Unglaublich. Tatsächlich nichts. Das kann nicht sein. Hier muss was sein, eigentlich. Nichts? Wirklich nichts? Nein. Aber der Schlüssel passt nicht. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für was anderes gut ist. Ja, da oben, okay, das ist, ergibt Sinn, natürlich. Wir müssen gucken, wo das Wappen am besten hinpasst und das passt hier hin. Das ist ein Karo und das ist ein Karo. Das ist es. Das heißt, für diesen Laden hier passt es. Müssen wir aber nur noch finden, wo das Schloss ist. Ich hoffe, dass Luigi schon etwas nützlich erwiesen hat, Luigi. Vergiss nicht, dass er sich durch ganz enge Lücken quetschen kann. Nur Mut, du musst keine Angst davor haben, ihn einzusetzen. Ach. Wo du recht hast. Verdammte Axt. Stimmt, wir hätten ihn die ganze Zeit einsetzen können. Er hat ja einen Schlüssel. So. Gut. Ja, manchmal vergesse ich das. Weißt du, Backtracking macht und alles Mögliche und, ne? Aber das dann vergessen. Peinlich. So. Koffer auf. Tor 2 bitte auf. Wenn es klappt, wäre ich sogar ganz froh. Okay, passt. Genau, fast. Auch wieder hier fast. Ich wollte ja diesen Stein haben. Ich nehme dich mal ein Stück mit, ne? Sehr schön. Und da ist dann der Tropfen, der gelb ist. Gut. Ah ne, dafür ist der Schlüssel gedacht, okay. Also Fliegi kann den Schlüssel da reinstecken, dass die Kasse sich öffnet. Und wir kriegen einen Schlüssel, einen Herzschlüssel und einen Geist. Aber das interessiert mich nicht. Ich bin Fliegi.
Das interessiert mich doch nicht. Ich bin nur Materie, die wichtig war für ein Experiment. Oh, verdammt. Okay, also Fluigi hat 25 Lebenspunkte. Ist nicht so viel, finde ich. Bin ich ehrlich, das ist wenig. 25. Andersrum natürlich, wenn er drauf geht, dann, das ist halb so wild. So, Luigi, dich brauchen wir erstmal nicht. Obwohl. Ja, dann machen wir das mal so. So. Gehen wir mal runter. Obwohl ich, was ich glaube und was ich fast schon ahne, ist, dass was hier passiert mit. Deswegen machen wir das so, dass wir mit Fluigi das machen. So, und dann gehen wir als nächstes in Herz rein. Das ist hier. Und hier gibt es schöne Damenmode. Zieh mal raus, ne? Ist richtig, Geist. Ist richtig. Hau ab! So sieht's aus. So, die Münze da oben bitte. Danke. So. Die Hände sehen auch ein bisschen gruselig aus, ne? Aber nur take me. Aber nur ein Ticken. So, da ist auch noch Geld. Sieht man sehr schwierig. Aber wir nehmen es einfach trotzdem mit. Ist Geld geil. Wir nehmen trotzdem Geld mit. So, ist hier denn irgendwas? Irgendwas Secret-Technisches? Scheint nicht so. Okay. Also, Herzschlüssel für Herzkasse und Herzkasse hat das nächste. Oder auch nicht. Uhu. Was denn für ein Blödsinn? So. Gehen wir wieder nach oben. Und machen jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Teil wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.